Was heißt, zu früh ist es nicht, aber munitionstechnisch eher unklug gerade im Augenblick. Oh Mann, 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 oh Mann. Ich hasse Schlangen. Schlangen sind doof und eklig und die ganz besonders. Also rüsten wir uns aus, um mit einer Schlange zu kämpfen. Habe ich schon erwähnt, dass ich Schlangen hasse. Ich wollte nur nochmal sicher gehen. Die kann ich doch bestimmt ausdecken, oder? Sehr schön. Ich nehme noch ein blaues und ein rotes Kraut. Dann kombinieren, mischen wir die so, dann raus und nein, nicht direkt wieder raus aus dem Menü, sondern kombinieren und kombinieren und dann hoffen wir, zack, zack, dass das schon mal reicht. Als nächstes, wo ist es da? Den Granatwerfer, die Säuregeschosse. Die Säuregeschosse einfach nur, weil es im Moment so viele sind, zack, zack, denn dann haben wir alle 18 in dem Granatwerfer. Nein, das Gewehr wollte ich nicht ablegen, sondern nicht den Granatwerfer, sondern nur die Granaten. Bei dem Brand setzen, danke. So, Schlangi. Ich han da wat. Ich möchte dir dann meinen Freund Granatwerfer vorstellen. Mit Säure geschossen. 18 Stück, nur für dich alleine. Geradeaus weiter, ne? Ja. Ich hätte speichern sollen. Ach was, die hat keine Chance. Tch, speichern. Geht ja gar nicht. Sonst komme ich ja gar nicht auf die 37 Farbbänder. Das geht ja nicht. Zubidubidu. So, Schlangi, 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 ich komme zu dir. Also wir haben zwei Heilobjekte. Eins davon sogar gegen Gift für den Fall, dass die uns vergiftet. Wobei, bei dem Schlangengift müssen wir wahrscheinlich sowieso wieder zurück zur Kiste. Was? Das klingt jetzt aber übertrieben unheimlich, vor allem dafür, dass die Schlange da unten rumkreucht. Schlangi, ich hab da was. Na komm, zeig dich. Danke. Ja, danke. Musst du dich jetzt umdrehen? Ich wollte nicht gleich vor die Linse rennen. Was hältst du denn davon? Sag mal. Ist das nicht was Feines? Was? Du bist so schnell Moose? Nee. Nach nur drei geschossen ist die Moose. Nur drei Schüssen. Billige Schlange. Du bist jetzt so richtig Moose. Mann, war die einfach. Das ist ja affig. Mit sowas gebe ich mich doch sonst gar nicht ab. Tja. Billiges Schlangending. Ja, alte Bücher sind von dem Regal gefallen. Okay, das war der falsche Stapel. Aha.
Letztes Buch, Band 2. Ja, drehen, drehen, drehen. Ja, so. Bitte aufmachen. Eine Medaille, natürlich. Wolfsmedaille. Ja, gefunden im letzten Buch. Band 2 gibt es dafür eine besondere Verwendung, aber garantiert. So, ist hier sonst noch irgendwas? Ich meine, wenn wir mal hier sind, mal abgesehen von der Tür. Der Tür? Wo führen die hin? Ach so ist das. Hier sind wir. Ah, alles klar. Ich hätte ja vorher schon mal auf die Karte gucken können. So. Stehst du jetzt so als Schockmoment nochmal auf? Hier ist alles grün. Ansonsten, ne? War doch grün. Ja, gut. Da unten meine ich eigentlich, aber egal. Nicht? Stehst nicht nochmal auf so als Schocker? Dann halt nicht. Hätte ich jetzt ernsthaft erwartet. Hier bricht auch nichts durch die Fenster. Was ist denn mit dem Spiel los? Wird das auf einmal zahm? Ich bereite mich hier vor, wie sonst noch was für so eine Überschlange und dann. Nee, billig wie. Wie konnte die beim ersten Mal so viel Treffer fressen und ist jetzt so leicht zu legen? Geht doch nicht. Ich glaube, die hat ein kleines Problem mit Säure. Das gefällt der, glaube ich, nicht so ganz. Und nein, ich weiß wirklich nicht. Also ich habe nicht vorher nachgeschaut, weiß es auch nicht mehr wirklich, ob das jetzt ihr besondere Schwachstelle ist oder so. Die Säure deshalb. Naja. Die Schlange halt platt. Und das ist mir jetzt definitiv mal ein Speichern wert. Aber sowas von. Falsche Richtung. Nicht an der Wand entlang. Chill, Schatzi Mausi. So, dann. Kann die ja wieder weg. Zack. Die Medaille kann zu den anderen Medaillen am besten. So, wir hatten doch noch eine Medaille. Schon lange, 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 lange vorher. Ne, Wappen war es. Egal. Kommt da auch hin. Könnt ja zusammengehören. Legen wir auch ab, können wir nichts mit anfangen. Und meine Farbbänder sind bitte wo? Ja, die können auch wieder rein. Die brauchen wir vermutlich auch erstmal nicht. Und sonst, hatte ich noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Okay. Achso, ich sollte vielleicht sicherheitshalber, weil beim nächsten Mal vergesse ich das sowieso. Dann werde ich sagen, verwenden wir das Farbband. Verwenden das Farbband. Ja, bitte Farbband verwenden, danke. Und ja, bitte da überschreiben. Dankeschön. Okay. So, also. Sieht immer noch nicht besser aus. So, du kommst dahin und ja, was haben wir denn hier eigentlich noch für Zeug? Super, ganz toll. Ich bin absolut begeistert. So. Wir könnten die Batterie mal einsetzen gehen. Wir könnten eine Menge Zeug machen. So rein in der Theorie. Aber wir wissen ja, da gab es noch diesen Raum mit diesem Vogel, der uns nachgeguckt hat. Der wollte Jill bestimmt nur uns das Röckchen gucken, das die gar nicht anhat, wa? Nein, das habe ich nicht gesagt. Würde ich nie tun. Das galt noch nicht als oben. Habe ich das Gefühl. Aha. Ja, genau der Raum. Also quasi dieser Raum, richtig? Die ganz blöden, also mich. Irgendwie sage ich permanent Dinge, die ich nicht sagen sollte. Hallo, Vogel. Oh. Hallo Munition? Die nehme ich doch gleich mit.
I, klick, klick. Muss ich hier... Ich habe hier einen Lichtschalter. Den habe ich da bestimmt nicht umsonst, oder? Ja. Und du? Aha! Hä? Nein! Das war jetzt merkwürdig. Warum hat die geschossen? Was zum Teufel? Aha. Okay, Brief vom Sicherheitschef. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie die Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Zweitens, sammeln Sie 2 Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arklay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragische Unfälle dar. Sobald diese Verfahren ausgeführt sind, melden Sie sich zum Empfang weiterer Anweisungen beim Hauptquartier. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück am Hauptquartier. Okay. Vogel, du bist lustig. Was sehe ich doch richtig? Unter dem Vogel ist doch direkt was. Oder ist hier was an der Wand? Nein, hier ist was an der Wand. Ah. So. Wenn ich jetzt versuchen wollen würde. Aha. Hier zu dem... Stierkopf oder was auch immer du da sein sollst. Büffel wohl eher. Egal. Ja. Solange der blinkt, ist der Kristall... Ey, jetzt. Boah, klettert auch, Frau. Nichts zu erreichen, nehme ich doch mal an. Ein gelb glühender Hin und schon ist es Auge. Wahrscheinlich können sie ihn herausnehmen, ja. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Das wird Vögelein sein. Wenn ich jetzt schaffe, schnell genug zu sein, nein, im Leben nicht. Kann ich Vöglein irgendwie... Meine Güte, schieb das Ding, Frau. Ja, danke. Natürlich nicht in die Richtung, du dumme Nuss. Meine Güte. Aha. Becky war nicht so zickig wie die. Ja, nee, ist klar. Oh, dran vorbeilaufen macht viel mehr Spaß. Brauche ich mich nicht so sehr anstrengen. Nee, ist okay, Frau. So. Hallo, Vogel. Das war wohl scheinbar nicht weit genug. Weiter ging's nicht, weil... Okay. Dann nimm den raus. Ja, toll. Du bist doch doof. Das hätte sogar zeitlich klappen können. Aber nein. Jetzt wird's nichts. Das sehe ich jetzt schon. Ja. Sehr merkwürdig. Ich will das jetzt aber schaffen. Nö, keine Chance. Da kann ich mir den
Finger wund drücken, da passiert nichts. Zu dem Vogel sagt die auch sonst nichts. Ist okay. Zum Bild hat die auch nichts zu sagen. Seine Ding kriege ich nicht weit genug geschoben. Gehe ich erst nochmal raus, um die Kisten zurückzusetzen. Und wieder rein. Ich weiß, dass der Raum eigentlich nicht so schwer war.